Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Tag oder Abend, je nachdem, wann Sie uns heute dazugeschaltet haben. Ich bin der Ralf Langner, Trainer und Produktmanager von Forever Living. Mit dabei ist heute mein lieber Kollege Pascal Crépieux, den ja bereits viele von Ihnen kennen. Pascal hat in seiner Karriere für die besten Restaurants in Frankreich gekocht, bis hoch zu 3 Michelin-Sternen. Da wissen die Experten unter Ihnen, wie gut man da sein muss. Besser wird's einfach nicht. Und Pascal und ich, wir machen Ihnen heute zum Frühstück einfach mal einen Saft. Das heißt kein Bütterchen, kein Müsli, keine Milch, sondern allein im Prinzip Rohkost. Und wir machen das so, dass Sie bis 11 Uhr satt sind. Komplett. Mit nur natürlichen Zutaten. Wäre das in Ordnung? Dann fangen wir einfach mal an. Pascal und ich haben uns so eine Saftmaschine hingestellt. Die hat den Vorteil, dass es enorm schnell ist. Was da jetzt reinkommt, sind zum Beispiel mal, nehmen wir mal 3 Karotten. Das ist Ihr Start in den Tag. Ne? Ein Apfel? Ein Apfel, den vierteln wir schon mal. Das Gute ist, wir können auch noch eine Kiwi dazu packen. Was auch immer so Ihr Geschmack ist. Also eine Kiwi kann da mit rein, es kann Staudensellerie mit rein, es kann Kohlrabi mit rein, es geht Gurke, es geht Brokkoli. Im Prinzip alles, was Sie normalerweise auch so einigermaßen roh essen können, können Sie damit reinmachen. Und das Schöne ist, so ein Gemüsesaft, der schafft enorm Volumen in Ihrem Magen. Und unser Appetit wird darüber reguliert, wie voll der ist. Nicht was da drin ist, sondern wie voll der ist. Und so ein Gemüsesaft macht Sie voll und es schmeckt köstlich, das werden Sie sehen, solange Sie noch einen Apfel damit reinmachen. Jetzt sehen wir gerade die Kiwi, das ist natürlich extra, das Ganze. Und jetzt schmeiße ich mal diesen Schredder an und dann sehen Sie, wie schnell das ganze Ding geht. So, dann fangen wir mal an. Nächste Sachen hinterher. So, jetzt kommt der Apfel noch dazu. Apfel gibt immer am meisten Saft von allen Zutaten. Ja, schaffen wir noch eine. Na, das wird knapp. Nehmen wir noch eine kleine. So, et voilà. Und fertig ist ein Frühstück. Jetzt kommt natürlich noch die geheime Zutat X dazu. Das läuft immer noch so ein bisschen nach. Ich bin mal so frei und tausche die mal aus hier. So. Dann kann das nachtropfen. Und unsere Aloe Vera. Und unsere Aloe Vera als geheime Zutat. Einfach nochmal eine extra Portion von einem Gemüse, das nur 4 Jahre lang auf dem Feld steht und Mikronährstoffe für uns sammelt. Und das rühren wir jetzt nochmal um, das Ganze. Und dann, damit wir die fettlöslichen Vitamine, die sind ja hier drin, das Beta-Carotin zum Beispiel, ne, aus den Karotten, das löst sich ja sonst gar nicht und ist nicht aufnehmbar, kommt ein Schuss Olivenöl, einen ganz kleinen Schuss, im Prinzip reicht so, ja, das reicht vollkommen aus. Wichtig ist halt wegen der Löslichkeit dann, das schmeckt auch sehr voll dann. Und das Schöne ist, wenn Sie das trinken, sind Sie eigentlich bis 11 Uhr morgens, sind Sie satt. Sie brauchen nichts anderes mehr. Wichtig ist halt diese Vitamine, die Sie jetzt hier mit dem, probier mal Pascal, weil er ist der Mensch mit dem Geschmack. Ganz gut. Ja? Das ist super lecker. Der Apfel macht das eben fruchtig. Das Schöne ist, Olivenöl löst jetzt die fettlöslichen Vitamine, das Beta-Carotin zum Beispiel. Und hier ist wichtig, wir haben auch Produkte mit diesen fettlöslichen Vitaminen. Das nennt sich A-Beta-Care. Wenn Sie die zusätzlich nehmen, ist das natürlich eine gute Idee. Ne? Also zusätzlich dabei. Also ist absolut köstlich. Ich kenne den Saft ja. Aber der Begeisterte für Säfte bin eigentlich ich unter uns beiden. Der Pascal schwört eigentlich mehr auf Smoothies. Das heißt übrigens übersetzt ein weicher. Smoothies sind dann auch weiche Breis oder Shakes zum Löffeln oder durch einen dicken Strohhalm zu trinken. Und jetzt stelle ich das mal kurz weg, mach mal Platz hier, denn dafür braucht man ein anderes Gerät. Da gibt es übrigens die verschiedensten Geräte, die kosten ja etwa 40, 50 Euro. Das ist gar nicht so teuer. Wichtig ist, die haben so eine kleine Kapsel, die man aufschrauben kann. Und jetzt machen wir mal einen Smoothie. Einfach unsere Orangensaft drin. Damit das trinkbar bleibt und flüssig. Ne? Ein bisschen Orangensaft passt da gut rein. Nehmen wir eine Kiwi. So möchte ich auch mal schneiden können. Das Gerät schreddert das dann schon gleich alle für uns. Ne? Einfach da rein. Sie können natürlich Smoothies auch mit Gemüsesäften machen, das ist alles kein Problem. Jetzt kommt eine Banane dazu.
Ein Stückchen Banane. Das macht das Ganze wieder ein bisschen sämiger und dickflüssiger. Das ist reine Geschmackssache natürlich. Unsere Aloe Vera. Aloe Vera als Geheimzutat. Da würden wir jetzt mal kein Olivenöl dazu tun. Das könnte man im Prinzip auch machen. So, Aloe Vera. Und ein Stückchen Avocado. Denn in der Avocado selber sind ja Öle, die unseren menschlichen Fetten sehr ähnlich sind. Im Prinzip haben wir jetzt schon die fettige Zutat hier mit drin. So, statt dem Olivenöl. Für die fettlöslichen Vitamine. Gib mir dann das ja. Glas. Mhm. So. Und unsere Smoothie ist ganz cremig. Ja. Ganz dick mit dieser Avocado. Und bitteschön. Ja, okay. Danke. Schmeckt lecker. Einfach sensationell. Das Schöne an diesem Smoothie ist, Sie sehen jetzt hier diese starken Farben. Man kann da jetzt auch zum Beispiel in Säfte auch rote Beete mitverarbeiten. Bei allen Gemüsesäften ginge das ganz hervorragend. Rote Beete, Staudensellerie, hier haben Sie die Früchte. Und da nehmen Sie natürlich zusätzlich Pflanzenstoffe auf, wie Polyphenole, Anthocyane, alle Antioxidantien. Die sekundären Pflanzenstoffe hat Forever Living übrigens für Sie, für diese Smoothie-freien Tage mal extrahiert und in Presslinge gebracht. Forever Living erntet diese Früchte immer frisch, das heißt reif. Denn vieles von unseren normalen Gemüsen, was wir sonst so bekommen, und Früchten im Supermarkt, der Pascal weiß das auch, wird grün geerntet und da sind dann einfach weniger sekundäre Pflanzenstoffe drin. Schmeckt also wesentlich besser, wenn die Sachen reif sind. Mit diesem Smoothie haben Sie das für sich morgens als erstes. Und das Schöne ist, Sie haben sofort einen natürlichen Start in den Tag. Und so ein Tag, der so anfängt, der kann eigentlich nur noch mal besser werden. Schön ist halt, Ihre Leber kann weiter entgiften bis 11 Uhr. Denn wenn Sie was anderes essen, das ist ganz interessant, morgens vor 11 Uhr, nehmen Sie mal an, Sie stehen jetzt auf mit einer Pommes frites, Pommes Mayo, ne? Und dann essen Sie das, dann werden Sie feststellen, dass der Entgiftungsprozess sofort beendet ist. Wenn Sie aber natürlich morgens den Tag starten, haben Sie alles, was Sie brauchen. Und zwar mit wenig Kalorien und viel Volumen, das heißt, Sie sind satt und haben alles, was Sie brauchen, um rund über den Tag zu kommen. Die Sachen, die fürs Gewichtsmanagement zum Beispiel wichtig wären zusätzlich, die haben wir Ihnen hier noch einmal zusammengestellt. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesen köstlichen Smoothies und Säften und einen gesunden Tag. Ganz lieben Dank an Pascal Crepieux. Danke an dir, Ralf.